Hi, ich bin Marta. Ich arbeite im Marketing für die Jugendherbergen zwischen Nordsee und Sauerland und wir sind heute auf der Burg Bilstein und ich zeige euch mal die Burg. Los geht's! Ritterrüstungen gibt's auch. Ist aber zum Glück keiner drin. Hallo? Oh, dürfen wir mal stören? Die Burg ist fast 800 Jahre alt, ist erstmals erwähnt worden 1225. Ja, das ist einfach ein Highlight auch für unsere Gäste, hier auf der Burg auch mal auf einer Burg zu nächtigen. Zimmer mit 209 Betten, die auch sehr gut gebucht sind. Von Klassenfahrten, Vereinen, Gruppen und natürlich auch Familien, die sehr gerne an den Wochenenden zu uns reisen. Ja. Ich kann dir ein paar Orte hier auf der Burg zeigen, wo man nicht immer hinkommt, aber heute machen wir das einfach mal wahr. Sehr gerne. Das ist unser sogenannter Söller. Ein Ausguck, da hat man das ganze Dorf im Blick. Genau unter uns haben wir einen Raum, die Folterkammer, und dafür wirst du das brauchen. Okay. Wow. Und da sind wir in der Folterkammer. Ja. Man muss dir vorstellen, dass hier die Leute wirklich auch eingesperrt wurden. Und vor allem auch die Burg Bilstein ist auch erwähnt in der Zeit der Hexenverfolgung, okay, dass hier wirklich auch viele Prozesse stattgefunden haben. Ja. Ich denke, ich lasse dir noch ein bisschen Zeit und sag schon mal Tschüss und lass dich hier mal in Ruhe. Okay. Gut. Wir sind jetzt noch mit den Teamern verabredet und jetzt gucken wir mal, was wir so Cooles machen können. Hallo. Mit den Schulklassen fangen wir im Wald an, uns langsam vom Boden wegzubewegen. Mhm. Und als Finale kommen wir dann hier an die Mauer zum Abseilen. Und die Kinder haben da halt erstmal die Überwindung selbst, sich an die Mauer zu trauen, ins Seil zu trauen, in die Ausrüstung. Und natürlich auch dann vom Teamgedanken her das gegenseitige Sichern. Ja, wir treffen gleich noch Herrn Allebrot und der erzählt uns noch ein bisschen was wir hier so in der Gegend Schönes machen können. Hallo! Ach, hallo! Guten Tag! Vielleicht können Sie uns ein bisschen was zu der Umgebung hier erzählen, was man hier so Schönes machen kann. Ich kann Ihnen zum Fallstuhler Sonnenfahrt jede Menge erzählen. 37,5 Kilometer langer Rundweg, den man wunderschön in einer Tageswanderung, natürlich als Herausforderung an einem Tag, oder aber auch in zwei oder drei Etappen laufen kann. Und falls Sie dann unterwegs sind, sollten Sie sich immer an dieses Zeichen halten. Mhm. Das ist der Fallstuhler Sonnenfahrt. Ja, ich wünsche Ihnen viel Spaß. Vielen Dank. Ja, danke auch. Ich hoffe, der Tag auf der Burg hat euch gefallen. Falls ihr mal als Familie oder als Schulklasse hier vorbeischauen wollt, könnt ihr gerne mal auf die Website der Jugendherberge gehen. Das Team der Jugendherberge Burg Bilstein freut sich sehr über euren Besuch. Ich sag für heute Tschüss!